Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Ein ganz gewöhnlicher Mittwoch in meinem Leben. Und ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Ich habe heute ein paar Sachen auf dem Plan. Da möchte ich euch auf jeden Fall mitgenommen haben, weil ich weiß, dass euch das immer interessiert. Und zwar möchte ich meinen Kleiderschrank und vielleicht, wenn ich es schaffe, noch ein, zwei Schränke ausmisten. Und gerade bei den Kleidern muss ich mich leider von einer Kleidergröße verabschieden. Wenn ich übrigens, wenn ich so komisch lächle oder lache, dann liegt es überhaupt nicht daran, dass ich affektiert bin oder irgendwie so, also sondern weil ich eine neue Schiene habe und diese Schiene ist so komplett anders als alle anderen und dazu kommt dann auch noch mein riesen Herpes, den ich habe und mir tut einfach, ich sag, soll ich es euch mal sagen, wie ich es hier im Berliner Slang einfach zu einer Freundin von mir sagen würde, mir tut einfach die Fresse weh. Sorry, es klingt wirklich, es klingt nicht nach mir, aber ich habe solche Schmerzen rund um meinen Mund, dass mir fast nichts anderes einfällt. Also ich habe Schmerzen und mir tut der Mund weh. Kein Vlog übrigens, ohne dass ich aufräumen muss. Also ich habe die Kinder gerade in die Kita gebracht. Ich weiß manchmal wirklich, ich weiß gar nicht, warum die beiden überhaupt ein Zimmer haben. Schwer so dich. Gut, also wie gesagt, Kinder sind in der Kita. Ich lege jetzt mal los, ein bisschen aufzuräumen. Ihr wisst ja, was euch erwartet, wenn ihr einen Vlog von mir guckt. Da kommt immer mindestens eine Sequenz, in der ich das Wohnzimmer aufräumen muss. Einfach, weil ihr ja morgens mit mir startet und weil morgens das eben das Erste für mich ist, bevor ich meinen Tag starten kann. Mittags kommt die Melli mich besuchen. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir trinken Kaffee zusammen, wollen vielleicht mal drüber quatschen, was so für Videos in Zukunft anstehen könnten, was für euch auch interessant ist. Also wenn ihr da Ideen habt, gerne auch immer in die Kommentare damit. Und ansonsten trinken wir auch einfach einen Kaffee und sind Freundinnen und quatschen, ne, über unsere Männer und über unsere Kinder und über das, was uns so bewegt. Und am Nachmittag haben wir noch Spielebesuch. Da freue ich mich auch drauf. Ich mag das immer, wenn die Kinder einfach, ja, ich mag das, wenn die dann zusammenspielen. Es gibt so ein paar Spielbesuche, da ist Ella gerne für sich mit dem Besuch, mit ihren Freundinnen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann gibt es so Kinder, die kommen zu uns. Die sind dann, weil sie eben auch bei uns in der Kita sind und Bennett eben auch näher kennen, da spielen die dann immer schön zu dritt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt lege ich los mit dem Chaos hier. Gefragt, wie ich es schaffe, den ganzen Tag in normalen Klamotten durch die Gegend zu rennen, also eben auch zu Hause, nichts Bequemes anzuziehen. Und das ist so ein bisschen meine kleine Goldregel für meine Arbeit zu Hause. Wenn ich im Homeoffice bin und ich habe Schlabberklamotten an, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ausnutze und mich auf die Couch packe, wesentlich größer, als wenn ich eben so bin, so habe ich, also als wenn ich halt zur Arbeit gehe, ne? Als wenn ich in ein Büro fahre und ja, da gehe ich auch nicht in Schlabberklamotten hin und deswegen, das ist so meine kleine Möglichkeit, um mir selbst eben auch das Gefühl zu geben, dass ich jetzt gerade Arbeitszeit habe. Ich habe es euch ja am Anfang des Videos schon gesagt, ich möchte heute meinen Kleiderschrank aussortieren und wie ihr sicherlich am Titel bzw. am Titelbild des Videos schon erkennen könnt, verabschiede ich mich von meiner Kleidergröße 34. Das möchte ich allerdings nicht so im Raum stehen lassen, denn es ist jetzt nicht so, dass ich einfach ein bisschen zugenommen habe und deswegen nicht mehr in meine 34 passe, sondern ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Es hat schon so ein bisschen auch nochmal was mit anderen Faktoren zu tun. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Und ich finde es wichtig, auch zu sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Oh, ich habe in meinem Leben so viele Phasen der Veränderungen durchgemacht. Ich habe mal ein ganz, ganz tolles Video dazu gemacht, was übrigens demonetarisiert wurde, weil es an anscheinend ja zu ehrlich und zu intim war, keine Ahnung. Da habe ich euch mitgenommen und habe euch erzählt, ich verlinke euch das Ganze am Ende mal, von meiner Zeit, als ich über 80 Kilo gewogen habe auf nicht mal 1,60 und als ich knapp 40 Kilo gewogen habe auf nicht mal 1,60. Ich habe also, wie ihr euch denken könnt, zwei Schwangerschaften etc. Ich habe wirklich viel schon durchgemacht mit meinem Körper und bin so seit einem Jahr circa ungefähr da angekommen, rein vom Gefühl her, wo ich sein sollte. Mein Körper entscheidet selbst, wie er ist und wie er aussehen möchte. Ich habe ja nur begrenzt Möglichkeiten, da einzugreifen. Jetzt werden wahrscheinlich viele Glocken läuten und einige werden sagen, du könntest ja ganz viel Sport machen.
Das bin ich aber nicht. Ich mache ja Sport. Also wenn ihr uns intensiv folgt auf Instagram oder auch hier, glaube ich, habe ich es schon mal erwähnt, dass wir nebenbei 2 bis 3 Mal die Woche ein bisschen Sport machen. Ab und zu mache ich auch so ein paar Übungen mit einem Gerät, was ich hier zu Hause habe, einfach um meine Haut zu straffen, um einfach ein bisschen fit zu sein. Aber dass ich jetzt nochmal irgendwann in die 32, 34 reinpasse, ist überhaupt nicht mein Ziel. Möchte ich auch gar nicht, denn ich fühle mich wohl so. Ich bin einfach so im letzten Jahr, habe ich so eine Hormonumstellung gemacht und ich habe das Gefühl, mein Körper hat einmal losgelassen. Also es klingt total merkwürdig, wenn ich das erkläre, aber ich glaube, es gibt da draußen Frauen, die verstehen, was ich meine. Mein Körper einmal so, ich darf jetzt sein, wie ich will. Ich fördere meinen Körper, also es klingt so doof, ich fühle mich so albern, wenn ich es sage, aber ich fördere meinen Körper halt mit dem Sport eigentlich mehr, um ein bisschen fitter zu werden, um halt ein bisschen die Straffheit zu behalten, die ich noch habe. Aber im Grunde genommen nehme ich es jetzt einfach hin, wie ich halt einfach bin. Und ich bin keine 34. Und obwohl ich ein bisschen zugenommen habe in den letzten, ja, ich sag mal im letzten halben Jahr, das sind so knapp 5 bis 7 Kilo gewesen, was völlig in Ordnung ist, aber die merkt man denn eben auch, habe ich mich trotzdem immer wieder in diese XS und 34 reingequetscht. Habe mir neue Klamotten auch in diesen Größen gekauft. Also zum Beispiel bei Kleidern ist es kein Problem, weil Kleider sollen ja hier oben vor allem passen und die sind dann, bin ich ja trotzdem relativ schmal. Aber wenn es so um Hosen ging, habe ich trotzdem eine 34 gekauft oder eine 36 und habe mich dann gewundert, dass ich die nicht zukriege oder wenn die einmal gewaschen wurde, ich erstmal 3 Tage brauche, bis die mal irgendwie passt und mir nicht mehr wehtut am Bauch. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir, ey komm, weißt du was, ich kaufe mir jetzt einfach eine 38. Scheiß doch drauf, was da für eine Zahl drin steht. Ich muss mich doch wohlfühlen. Und letzten Endes, derjenige, der mich in einer Hose sieht, sieht mich vor allem in einer Hose und nicht in einer 36 oder in einer 38. Deswegen möchte ich mich von all den Dingen in meinem Schrank verabschieden, in die ich nicht mehr reinpasse, ohne den Gedanken daran, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder reinpassen könnte. Ich habe ziemlich viel gequatscht, tut mir leid, aber manchmal muss das einfach sein. Ich möchte es einfach nur noch mal ganz kurz gezeigt haben. Ich habe jetzt heute zum Beispiel endlich mal eine 38 an. Das ist jetzt eine Hose, die mir wirklich richtig, richtig gut sitzt und ordentlich Platz hat. Das heißt also, ich kann ja für die, die neu sind, ich habe ein Tattoo, was nicht sein muss und noch ein Tattoo, was nicht sein muss. Ich habe hier ordentlich Platz, ich kann mich ordentlich bewegen und vor allem geht sie einfach zu, ohne dass ich ja kämpfen muss. Und ihr seht einfach, ich habe Rundungen und ich liebe das voll. Ich möchte, dass es einfach straff bleibt und vielleicht hier noch ein bisschen straffer wird. Aber ich bin einfach, wie ich bin und ja, ich fühle mich wohl so. Und deswegen geht's dem da, diesem unordentlichen Ding, jetzt an den Kragen. Dann sortiere ich jetzt wirklich einfach mal aus, was ich nicht anziehe, was ich generell auch im letzten Jahr nicht angezogen habe. Ich sortiere relativ regelmäßig aus. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, ein ganz interessantes. Solltet euch auf jeden Fall auch mal angucken, wenn ihr ja immer nicht wisst, worauf ihr achten solltet beim Aussortieren. Da habe ich meine tollsten Tipps mit euch geteilt und freue mich natürlich auch, wenn ihr da reinschaut. Ich habe mir in letzter Zeit ganz, ganz viele T-Shirts gekauft, die eine Nummer größer sind, wie das hier jetzt beispielsweise. Das mag ich momentan sehr gerne. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass der Bauch nicht ganz so straff ist, wie er mal war. Und ich da einfach mich wohler drin fühle. Ich habe auch mal davon gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, sich 8 Lieblingsteile pro Klamotte oder pro Jahreszeit. Sind das 8 gewesen? Ich habe das Gefühl, ich käme mit diesen 8 Teilen wirklich hin, aber dafür tut es mir dann einfach zu sehr. Da müsste ich einfach zu viele Sachen loswerden. Ich habe mir mal vor einer gewissen Zeit so ein Oberteil gekauft. Habe ich mir mit Ella gemeinsam gekauft. Also 1 für Ella, 1 für mich. Ihr dürft jetzt 3-mal überlegen oder 3-mal raten, wie oft ich dieses T-Shirt anhatte. Genau, gar nicht. Und ich ärgere mich einfach über sowas. Weiß ich nicht, ein paar Euro, die ich einfach hätte wesentlich sinnvoller investieren können. Und ich ärgere mich darüber, dass ich solche Klamotten kaufe. Also gekauft habe. Mittlerweile mache ich sowas Gott sei Dank nicht mehr. Es spricht auch nichts dagegen, neue Klamotten bei sich einziehen zu lassen. Aber es gibt eine ganz, ganz tolle Regel, die ich jetzt gelernt habe. Und es klappt bei Micha und bei mir ganz, ganz toll, wenn wir Klamotten sehen, die uns sehr, sehr gut gefallen. Ob jetzt Schuhe oder Shirts oder eine Jacke oder eine Hose, keine Ahnung. Also egal was, auch bei den Kindern, sagen wir, is it love or is it a like? Und wenn du ganz, ganz tief in dich reinhörst und du sagst auf einmal, ja, eigentlich ist es nur ein Like, dann lass es hängen. Du willst doch eigentlich auch nur Klamotten in deinem Schrank haben, die du liebst. Auch wieder so ein Teil. Hauptsache haben, ne? Also
Seht ihr bitte, wie kurz das ist? Wann trage ich denn mal solche bauchfreien Sachen? Also mein erster Schrank, also mein erstes Fach ist fertig. Das sind jetzt meine ganz normalen T-Shirts, die ich gerne trage. Und das sind so T-Shirts, die man mit Culottehosen tragen kann. Also die man in die Hose reinsteckt. Das mag ich nämlich wirklich nur bei Culottehosen. Hier bei meinen Hosen wird es dann schon ein bisschen interessanter. Das ist ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, der Hauptgrund meiner Ausmistaktion. Also die T-Shirts sind ja da wirklich das kleinere Übel. Ich habe relativ viele Hosen in 34 hier noch drin oder auch in 36, die ich nicht anziehen werde. Und dazu kommt, dass ich neuerdings auch Röcke habe. Die hatte ich letztes Jahr beispielsweise noch gar nicht. Ich bin in diesem Jahr so ein bisschen meiner Rockliebe verfallen. Also habe mir vier neue Röcke gekauft. Und ich meine, der nächste Sommer kommt bestimmt. Die werde ich jetzt aber langsam wegräumen. Es tut mir im Herzen weh, so viel Geld auch einfach wegzuwerfen, sage ich mal. Aber mir ist es wohler oder ich fühle mich wohler dabei, wenn ich in meinen Schrank gucke und wirklich nur die Auswahl habe aus Klamotten, die mir wirklich passen. Ich habe eben übrigens mal meine ganze Haushosensammlung einfach runtergeworfen. Die ist nämlich normalerweise hier oben im Schrank. Das Problem war jetzt, dass die Hälfte davon ganz, 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 ganz weit hinten war und ich gar nicht mehr weiß, was ich da eigentlich habe. Also das muss ich auch definitiv aussortieren, weil ich letzten Endes sowieso immer zu ein oder zwei Haushosen, die ich gerne trage und in denen ich mich wohlfühle, greife. Mein Kleiderschrank, also da, wo wirklich meine Kleider drin hängen, ist das, was mir am allerschwersten fällt, vor allem, weil ich wirklich, wirklich, wirklich total gerne Kleider trage und mit vielen Kleidern wirklich viel verbinde. Aber das nutzt ja auch alles nichts. Das ist das beste Beispiel dafür. Dieses Kleid habe ich zum Ende der Schwangerschaft mit Bennett so gern getragen. Es ist ein Umstandskleid. Ich passe halt einfach nicht rein, auch wenn es ein Umstandskleid ist. Das meiste von dem, was ich jetzt aussortiert habe, habe ich da in eine große Tüte gemacht. Ich mache das immer so, dass ich jetzt eine Anzeige reinstelle bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken. Das wird innerhalb von ein paar Stunden wird das abgeholt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also spätestens heute Abend ist die Tüte weg. Ich habe mal wieder festgestellt, dass ich nicht gefrühstückt habe und noch keinen Kaffee getrunken habe. Mit dem Kaffee warte ich jetzt aber auch, weil ich kann ja immer jetzt nur noch einen trinken irgendwie, weil ich nicht darauf klarkomme, mehrere am Tag zu trinken. Deswegen warte ich da jetzt, bis Melli nachher kommt. Aber ich werde mir jetzt gleich noch was zu essen machen und werde mich noch ein bisschen an den Computer setzen, weil ich noch ein, zwei, drei Sachen schneiden möchte, bevor Melli kommt. Einfach, weil ich weiß, wir beide werden uns so verquatschen, dass ich dann auch direkt los muss, wenn wir fertig sind, die Kinder abholen. Und dann ist, wenn die Kinder da sind, ist Computer tabu. Sportgerät, von dem ich euch vorhin erzählt habe, das habe ich einmal am Tag hole ich das raus, das kann man eigentlich ganz easy zusammenklappen. Hatte ich mir aber gestern noch stehen lassen, weil ich erst gestern Abend meine Übungen gemacht habe. Ich habe nämlich auf meinem Kalender zu stehen, kann ich euch mal zeigen. Hier unten steht 30 mal Gerät, 30 mal Gerät. Also ich möchte einfach einmal am Tag so 30 Übungen machen. Also falls ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, wie das aussieht, ich zeige es euch jetzt einfach mal schnell. There's a price to pay to get in the things we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we need. Also es ist nur einmal ganz kurz anstrengend. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist schnell auch wieder vorbei. Mir macht das großen Spaß. Das kann man jetzt, wie gesagt, einfach ganz schnell wieder zusammenpacken. Habe ich das für meinen Tag auch schon erledigt, auch ganz schön. Habe ich euch das mal gezeigt, es steht hier schon ewig, dieses Ding. Ich habe das irgendwann mal gekauft, nachdem ich das bei jemandem auf Instagram gesehen habe. Ich weiß aber auch nicht mehr wo. Und jetzt mache ich einfach mal ein bisschen Computer. So, ich habe jetzt alles geschafft, was auf meiner Liste stand und konnte noch ein bisschen was essen. Ich habe erst alles fertig gemacht und habe mich dann nochmal hingesetzt. Hier habt ihr übrigens den ultimativen Beweis dafür, dass ich nicht abnehmen möchte. Bis
bisschen eskaliert. Melli müsste gleich kommen und dann werden wir uns ein Käffchen machen. Und ich glaube, wir könnten uns sogar auch raussetzen auf dem Balkon. Das heißt, ich werde jetzt den Balkon noch mal ganz kurz schicki machen, weil in den letzten Tagen, wo es so kühl war, habe ich mich nicht wirklich drum gekümmert. Ich kann euch auch gerne mal meine Pflanzen zeigen, meine Balkonpflanzen, weil die sind einfach, als es so heiß war, super verbrannt. Es ging auch nicht anders. Also wir haben sie wirklich Ehrenwort, Indianer-Ehrenwort. Wir haben uns darum gekümmert, aber hier auf diesem Balkon, wir haben so heftige Morgens- bis Mittagssonne, dass uns alles weggebrannt ist. Ich zeige euch das gleich mal. Und jetzt hat es die ganze Zeit geregnet und dementsprechend sieht auch der Balkon aus. Wartet mal. So, hier ist übrigens der beste Beweis dafür. Das hier ist alles abgebrannt und hier, wo die Sonne, also obwohl die Sonne hier auch hinkommt, aber hier ist irgendwie alles gut. Hier habe ich ein bisschen Kohle von Nachbarn wahrscheinlich runtergefallen. Ja, alles abgeknuspert. Also jetzt haben wir die letzten Tage nicht gegossen, aber es hat ja wie gesagt auch geregnet. Ja. Und rein theoretisch, also dem da hinten geht's gut. Dem geht's gut hier, komischerweise. Fühlen sich wohl. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie keinen grünen Daumen. Also ich habe einen minusgrünen Daumen oder einen schwarzen Daumen oder einen roten Daumen, aber auf jeden Fall keinen grünen Daumen. Also bei dieser Hängegrünpflanze war ich mir 100% sicher, dass wir die nicht kaputt kriegen. Übrigens, ihr Lieben, ich habe es euch vorhin gesagt, ich habe die Klamotten aussortiert, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und es hat eben geklingelt und es wurde sofort abgeholt. Es stand so eine kleine, ja, ich denke mal, sie wird so 15, 16, vielleicht 15, 14, 15 gewesen sein. Ganz süß und hat sich bedankt und ah, oh, ist aber lieb und ich habe mich einfach nur alt gefühlt. Bin ich jetzt die Alte, die gerade ihre Sachen aussortiert hat, weil sie nicht mehr jugendlich genug ist? Nee, aber sie hat sich gefreut und das freut mich. Nee, ich freue mich wirklich immer, wenn Sachen auch einfach noch einen Sinn ergeben und nicht einfach in irgendeine Tonne geworfen werden oder also in Müll geworfen werden. Ich habe es euch gesagt, es dauert nicht bis heute Abend und die Sachen sind weg. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ich habe nämlich jetzt Besuch und der kleine Besuch davon, der möchte schlafen. Also Melli möchte schlafen. Melli und Aaron sind jetzt da. Also sie sind schon eine ganze Weile da, aber wir haben uns verquatscht, sodass ich total vergessen habe, euch zu sagen, dass die beiden da sind. Und sie versucht ihn jetzt gerade so ein bisschen zurück in den Schlaf zu schaukeln. Alle sagen immer, der ist so pflegeleicht. Der ist auch pflegeleicht. Immer ist halt ein bisschen quakig unterwegs. Wer will jetzt auch nicht verschlafen? Klassiker, ne? Ja. Oh, der Süße. Ja, mal so gucken. Kleiner Babyspam hier bei mir auf dem Kanal. Also wenn ich das so sehe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich das sehe, dieses kleine Bündelchen, dann hätte ich schon nochmal Lust. Aber nee. Spätestens wenn er anfängt zu weinen, denke ich mir so, danke. Also ich kann euch sagen, ich weiß, ihr wisst nicht, wie er aussieht, aber ich weiß, wie er aussieht. Und ich kann euch sagen, es ist das süßeste Baby, was es nach meinen Babys gibt. Wirklich. Ohne Haare. Mittlerweile ist Melli weg mit Aaron. Ich habe mittlerweile auch schon die Kinder abgeholt und stehe jetzt hier in der Küche und bereite eine kleine Snackschüssel vor. Also es ist immer so, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Eure Kinder kommen aus der Kita und haben erstmal Hunger. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie 800 Mahlzeiten bekommen dort. Die haben immer Hunger. Und obwohl sie gut essen in der Kita. Es gibt dann immer so Kleinigkeiten, sowas. Und Granatapfelkerne werde ich jetzt noch dazu machen, was zu trinken. Und dann gibt es ja auch in knapp 2 Stunden auch schon Abendbrot. Wie vorhergesagt, Bennett ist mittendrin beim Spielen. Also die beschäftigen sich unglaublich gut mit Bennett. Das finde ich so schön. Und er ist auch so gerne unter Größeren. Mmh. Guck mal. Snacks. Wow! Ja, super! Wow! Opa Toto!
Möchtest du mit dem Zug spielen? Ja. Okay, gibst du mir eins? Ja. Danke. Guck mal, das geht nicht, Schatzi. Das ist doch hier die Brücke. Wir brauchen ein anderes Brückenteil. Gib mir mal das andere Brückenteil. Das da. Ja. Super. Das ist doch viel. Und was stellen wir drunter? So. Nein. Nein, was haben wir denn sonst wieder drunter? Ja. Ach, das? Ja, klar. Da hat Mama sich aber wieder besonders doof angestellt. So. Schaut mal, wer wieder da ist. Hallo. Vielleicht könnt ihr es im Hintergrund hören. Die Kiddies haben jetzt einen Film. Die Waschmaschine läuft. Die Kinder schauen jetzt einen Film. Micha kocht und in der Zeit räume ich das Chaos weg, was die Kinder gerade noch veranstaltet haben. Was gibt's denn heute zu essen? Wir essen heute türkische Frikadellen mit Tomatensalat, Pinienkernen und Joghurtdip. Wenn Papa kocht, sage ich dazu. Ich frage mich allerdings, wo die Pinienkerne herkommen, wenn da Sonnenblumenkerne dabei sind. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Benedikt, hast du Hunger? Hast du Hunger, Schatz? Okay, er pustet einfach. Ich glaube, es heißt ja. Also, guten Appetit an alle. Guten Appetit. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von euch. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und freue mich auf eure Kommentare. Ich habe jetzt Hunger, ich werde jetzt essen. Sagt ihr Tschüss, Familie. Tschüss, Familie. Tschüss, Familie. Sagt Tschüss, Familie. Sag mal Tschüss. Okay, wenn ihr dann Hunger habt, bis dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Lasst doch mal hier euer Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wenn ihr hier und hier klickt, dann könnt ihr noch zwei weitere Videos von uns sehen. Bis zum nächsten Mal.